Heute stehe ich mal vom Karlsruher Schloss. Im Video über Stadtstrukturen war ich hauptsächlich in Mannheim und habe euch das Karlsruher Schloss ja gar nicht gezeigt. Deshalb möchte ich jetzt den Anlass mal nutzen, hier euch zu zeigen, der Turm mit der roten Fahne da hinten. Das ist der berühmte Turm, auf dem die Straßen in der Altstadt von Karlsruhe strahlenförmig hinführen. Aber um das Karlsruher Schloss und die Stadtstrukturen von Karlsruhe soll es heute nicht gehen. Es soll eigentlich um was gehen, für das Karlsruhe in der neuesten Zeit weltberühmt wurde. Nämlich um das Karlsruher Modell. Ja, und damit erstmal willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Raumplanung TV, heute live aus Karlsruhe. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Karlsruher Straßenbahn. Der ein oder andere von euch kennt sie vielleicht. Die besondere Straßenbahn, mit der man direkt auf die Eisenbahnstrecken wechselt und in einem Netz von über 600 Kilometern in großen Teilen Baden-Württembergs unterwegs ist. Die Straßenbahnen fahren von Karlsruhe bis Heilbronn, wo die Straßenbahn dann sogar wieder direkt in die Innenstadt von Heilbronn fährt. Dieses Stadtbahnkonzept geht zurück auf Dieter Ludwigs. Der war in den 70er, 80er und 90er Jahren Stadtplaner hier in Karlsruhe. Und der hatte eine geniale Idee. Warum fährt man nicht direkt zu den Leuten hin? Das heißt, warum bringt man nicht die Leute von den vielen Orten in der Region Karlsruhe direkt in die Innenstadt? Und zwar mit der Straßenbahn, ohne Umstieg am Hauptbahnhof. Naja, und angefangen hat das alles sogar schon vor Dieter Ludwigs mit der Albtalbahn. Das ist eine historische Eisenbahnstrecke, die hier am Albtalbahnhof hinter mir angefangen hat. Und dann mit Dampfloks betrieben bis nach Bad Herrenalb führte. In den 60er Jahren kam man schließlich auf die Idee, anstatt die Strecke stillzulegen, sie in eine Überlandstraßenbahnstrecke umzuwandeln. Diese Strecke sollte aber nicht als klassische Überlandstraßenbahn betrieben werden, sondern vielmehr nach dem Vorbild von anderen Überlandlinien aus der Umgebung, wie zum Beispiel eben die Oberrheinische Eisenbahngesellschaft, die in den Innenstädten von Mannheim und Heidelberg als klassische Straßenbahn fährt, aber in dem Umland dann als Eisenbahnstrecke konzessioniert ist. Und so baute man eine Straßenbahn-Eisenbahn, ein Tram-Train, den es in dieser Form anderswo schon gab. Dieter Ludwig hat dann letztlich in den 70er, 80er Jahren dieses Konzept auf geniale Art und Weise erweitert. Während man bei der Albtalbahn, die ja vorher sowieso nicht elektrifiziert war, noch die typische Elektrifizierung der Straßenbahn in Karlsruhe angewandt hat, hat man dann beim Karlsruher Modell Eisenbahnwaggons, die in der Lage waren, zwischen mehreren Systemen zu wechseln. Die sogenannten Zweisystem-Stadtbahnwagen, die von 15.000 Volt, die bei der Eisenbahn angewendet werden, auf den Eisenbahnstrecken bequem auf die niedrigere Voltzahl der Karlsruher Straßenbahn wechseln können und in einem stromlosen Abschnitt dann einfach automatisch switchen. Das Konzept ist eigentlich genial. Ja, genial, das ist es. Durch die Systemschnittstelle zwischen Eisenbahn und Straßenbahn sowie die zwei Systemstadtbahnwagen ist es den Karlsruher Stadtbahnen möglich, unmittelbar die vorhandene Infrastruktur der Eisenbahn zu nutzen. Dadurch müssen keine neuen Trassen gebaut werden. Daher gibt es heute im Albtalbahnhof viele Auffahrten zur in direkter Nähe verlaufenden Eisenbahnstrecke. Aber auch am Durlacher Bahnhof und in Nielburg gibt es weitere solche Auffahrten. Diese Verbindungen entstanden seit Ende der 1970er Jahre.
Dieses Konzept wird seither Karlsruher Modell genannt. Heute fahren die Karlsruher Stadtbahnen auf einem über 600 Kilometer langen Netz. Man kann daher nicht mehr nur nach Bad Herrenalb fahren, sondern zum Beispiel auch nach Pforzheim, nach Freudenstadt, über Baden-Baden nach Aachen, über Wörth nach Germersheim sowie über Gemmingen nach Heilbronn und Öhringen. Damit hat Karlsruhe quasi das mit Abstand größte Straßenbahnnetz der Welt. Mit dem Karlsruher Modell konnten auch viele Strecken vor einer Stilllegung gerettet werden. Zum Beispiel die Murchtalbahn. Andere Strecken wurden extra für die Stadtbahnwagen elektrifiziert, wodurch alle Schienenverkehrsmittel auf der Strecke dann mit Elektrizität fahren konnten und alle Dieselgarnituren obsolet machten. So zum Beispiel auf der Speyerer Linie geschehen. Das Karlsruher Modell wurde vielfach imitiert. So wurden ähnliche Tramtrans zum Beispiel im elsässischen Mühlhausen und in Saarbrücken gebaut. Beide Städte haben ihr Konzept zudem im Rahmen der Renaissance der Straßenbahn vor Ort verwirklicht. Renaissance der Straßenbahn bedeutet, dass Städte, die ihre Straßenbahn stillgelegt und abgebaut haben, sie in den letzten Jahrzehnten wieder aufbauten oder reaktivierten. Die 1997 eröffnete Saarbrücker Straßenbahn war dabei von Anfang an als Tram-Tram gedacht und fährt im Stadtgebiet der saarländischen Hauptstadt als klassische Straßenbahn und ab Brebach dann entlang der Saar bis ins französische Saargemeinde. Auch die Stadtbahn Heilbronn ist 2001 auf diese Weise entstanden und wurde seither mehrfach erweitert. Andernorts wurde das Konzept in angepasster Form verändert. So zum Beispiel beim Zwickauer Modell und beim Nordhäuser Modell. Zu diesen beiden Modellen werde ich aber ein andermal ausführlicher berichten. Naja, aber in den letzten paar Jahren ist Karlsruhe noch durch was ganz anderes in die Schlagzeilen. Nämlich die Tunnelplanung. Denn die Karlsruher Fußgängerzone ist aktuell die hinsichtlich des Straßenbahnverkehrs meist befahrene Fußgängerzone in Deutschland und wahrscheinlich sogar in Europa. Die Dichte in Straßenbahnen pro Stunde ist so hoch, dass der Fußgängerverkehr wirklich behindert wird. Und deshalb hat man sich entschieden, in der Innenstadt von Karlsruhe die Straßenbahn teilweise unter die Erde zu verlegen. Dafür wird ein Tunnel gebaut. Wie dieses Konzept genau aussehen soll, möchte ich euch gerne einmal veranschaulichen. So sieht sie aus. Die Tunnelplanung von Karlsruhe, die unter dem Namen Kombilösung vermarktet wird, weil mehrere Verkehrsprojekte miteinander kombiniert werden. Einmal das Straßenbahnkonzept, bei dem ein Teil der Straßenbahnstrecken der Karlsruher Innenstadt im Tunnel verschwindet. Und eben ein Autotunnel und eine neue Straßenbahnstätte in der Kriegsstraße. Wie sieht die Tunnelplanung jetzt aus? Am Mühlburger Tor sollen zumindest die Stadtbahnlinien bereits im Tunnel verschwinden und dann unterirdisch über Europaplatz, Marktplatz, Kronenplatz, Durlacher Tor bis zum Gottesauer Platz verkehren. Wahrscheinlich wird auch die Linie 1 der Straßenbahn auf diese Weise im Tunnel verschwinden. Zwischen Mühlburger Tor und Europaplatz wird es jedoch einige weiterhin oberirdisch fahrende Straßenbahnstrecken geben, die vor allem Richtung Hauptbahnhof und Mattistraße fahren oder eben die neue Strecke über die Kriegsstraße nutzen sollen. Des Weiteren wird es eine weitere unterirdische Trasse geben, nämlich zwischen Marktplatz und Augartenstraße. Diese verläuft dann über Kongresszentrum und Ettlinger Tor. Diese Strecke soll quasi den Marktplatz direkt mit dem Hauptbahnhof verbinden. Als ich neulich in Karlsruhe war, konnte man sehen, dass von dieser Strecke komplett alle Trassen fast verschwunden sind. Während Straßenbahnen aktuell noch durch die Fußgängerzone fahren, um eben diesen Teil der Stadt noch so lange wie möglich anzubinden. Die Tunnelplanung ist ja bereits sehr weit fortgeschritten und wird voraussichtlich
etwa in dem Rahmen, der geplant ist, also bis 2020, 2021, fertig sein und dann wird man durch den Tunnel fahren. Ich werde freilich auf meinem Kanal dann davon berichten. Zur Kriegsstraße, der Autoverkehrsplanung dort und der neuen Straßenstrecke dort werden wir aber gleich noch kommen. Warum ich hier stehe und was das genau ist, erzähle ich euch gleich. Vorher möchte ich noch eine kurze Anekdote oder Geschichte erzählen. In Kreisen von Verkehrsplanern und Straßenbahnfreunden geht immer wieder das Gerücht um, Karlsruhe sei gar keine straßenbahnfreundliche Stadt, sondern die ganzen Planungen in Karlsruhe, Karlsruhe-Modell oder auch Tunnelplanung, all das fände alles zugunsten des Autoverkehrs statt. Frei nach dem Motto, die Fußgänger sollen den Autoverkehr nicht behindern. Also stecken wir sie quasi in Straßenbahn. Ich weiß nicht, was ich von dieser Idee halten soll. Insgesamt sehe ich die ganze Verkehrsplanung in Karlsruhe, insbesondere auch diese Kombilösung, mit gemischten Gefühlen und weiß auch nicht so genau, was ich davon halten soll. Wie gesagt, aber widmen wir uns erstmal der Plan der Kriegsstraße und warum das Ganze dann Kombilösung heißt und wie der Nahverkehr in Karlsruhe in 10 Jahren aussehen wird. Naja, als wir uns eben den Plan mit der Kombilösung angeschaut haben, haben wir ja nur den Teilpunkt A, den Straßenbahnverkehr, betrachtet. Und was man da sehen kann, ist, wie gesagt, die grüne Verbindung zwischen Karlstor und Ostendstraße über Ettlinger Tor und Mendelssohnplatz. Dies ist eine neue oberirdische Straßenbahnstrecke, die geplant ist. Denn dafür, dass man die oberirdische Straßenbahnstrecke durch die Fußgängerzone herausnimmt, möchte man hier in einer Hauptgeschäftsstraße eine neue, wichtige Straßenbahnverkehrsverbindung errichten. Dabei soll der Autoverkehr in der Kriegsstraße, das heißt zwischen Karlstor und Ostendstraße, komplett unter der Erde verschwinden. Hier passiert also das Gegenteil. Oberirdisch kommt die Straßenbahn und der restliche Verkehr kommt unter die Erde. Parallel zur Straßenbahnstrecke sollen natürlich noch Fußwege und Radwege verlaufen. Dadurch soll natürlich auch verhindert werden, dass auf der stark befahrenen Kriegsstraße in der Innenstadt weiterhin viele Autos fahren, da diese dann zumindest optisch aus dem Stadtbild verschwinden. Das große Ziel, das zumindest offiziell dahinter verfolgt wird, ist aber auch eine schöne Flanierfläche und eine zweite Fußgängerzone mit Straßenbahn in Karlsruhe zu schaffen. Auf dieser neuen Trasse sollen dann 2 bis 3 Linien verkehren. In dem unteren, etwas kleineren Bild kann man auch nochmal den Verlauf des Autotunnels erkennen und wo sich genau Rampen befinden. Dort kann man auch sehen, dass im Bereich Ettlinger Tor eine zweite bzw. dritte Rampe liegen wird, wo auch mitten im Tunnel, aus dem Tunnel herausgefahren werden kann. Lasst uns mal überraschen, wie das am Ende wird. Hier möchte ich euch jetzt kurz auch noch den Liniennetzplan zeigen, wie er für Karlsruhe nach Fertigstellung der Kombilösung aussehen soll. Dass man sich dafür entschieden hat, diese neue oberirdische Trasse zu schaffen, liegt vor allem daran, dass es auch starke Proteste der Bevölkerung und auch der Geschäfte vor Ort gab, die Fußgängerzone durch eine unterirdische Straßenbahnstrecke zu ersetzen. Ob jetzt diese neue Lösung wirklich besser ist, das sollen andere Leute entscheiden. Im Grundsatz wird hier aber der Innenstadt von Karlsruhe völlig neue Situation gegeben. So, also ich stehe hier am Entenfang jetzt. Das ist eine der zentralen Umstellungen. Bahnhöfe oder Haltestellen der Kerstlauterer Straßenbahn oder Stadtbahn. Hier in die Richtung. Richtung Innenstadt über Mühlberger Burger Feld
Schülerkrug. Hier beginnt die Hauptverkehrsachse, wo die meisten Stadtbahnen und Straßenbahnen langfahren. Da geht es über Yorkstraße, Mühlburger Tor, auch Richtung Hennigstadt. Hier in der Richtung geht es mit der Straßenbahn zum Rheinhafen und nach Wörth. Und da oben über die Brücke, über die Eisenbahnstrecke, geht es nach Dachsland. Ja, jetzt könnte ich hier an der Stelle, das ist eine gute Kulisse für einen Abschluss, deshalb könnte ich wirklich einfach sagen, ja, hier endet mein Ausflug mit euch nach Karlsruhe. Aber ich habe mir überlegt, irgendwie will ich noch kurz mit euch Stadtbahn fahren. Und dazu fahren wir jetzt einfach in die Innenstadt von Wörth. Und die Strecke beginnt auch hier am Entenfang. Ich fahre mit euch die Linie jetzt einfach mal kurz im Zeitraffer ab und zeige nur einzelne interessante Etappen, weil das wäre sonst zu langatmig. Wenn man im Entenfang losgefahren ist, dann muss man zunächst ein kleines Stück durch den Stadtteil Mühlburg auf einer schönen, interessanten Straßenbahnstrecke, die durch den Stadtteil verlegt wurde. Irgendwann erreicht man dann die Eisenbahnstrecke, die weitgehend parallel zur Autobahn verläuft. Auf dieser Eisenbahnstrecke überquert man dann auch den Rhein und gelangt dadurch dann rüber nach Rheinland-Pfalz und damit auch nach Wörth. Und wenn man dann ein bisschen durch die Vororte von Wörth, das ist übrigens eine Gemeinde mit fast 20.000 Einwohnern, ist gefahren ist, erreicht man auch den Bahnhof von Wörth, der meiner Meinung nach eigentlich Hauptbahnhof heißen müsste, weil es in Wörth nicht nur mehrere verschiedene kleinere Bahnhöfe gibt, sondern der Bahnhof von Wörth ist auch ein wichtiger Knotenbahnhof, da hier mehrere Strecken zusammenlaufen. Zum Beispiel gibt es Bahnstrecken nach Gammersheim, Landau, Lauterburg und eben die Strecke nach Karlsruhe. So kann man quasi in alle Himmelsrichtungen in Wörth umsteigen. Im Bahnhof in Wörth beginnt auch die Straßenbahnstrecke durch Wörth, die von der Strecke abzweigt und dann kurz nach der Abzweigung eingleisig durch die Innenstadt von Wörth verläuft. Auf dieser Strecke kommt man an verschiedenen wichtigen Institutionen der Kleinstadt Wörth vorbei, unter anderem am Bürgerpark und auch am Rathaus. In der Innenstadt fällt besonders auf, dass die Strecke wie für Karlsruhe typisch, das findet man auch vielfach in der Innenstadt von Karlsruhe, mit Rasengleis angelegt ist. Hier befinden wir uns übrigens in der Innenstadt in unmittelbarer Nähe zur Haltestelle Rathaus, wo sich auch die einzige größere Ausweiche der Strecke befindet, denn ansonsten ist die Strecke, wie bereits erwähnt, größtenteils eingleisig. Naja, wenn man dann vom Rathaus in der Innenstadt von Wörth noch ein paar Stationen weiterfährt, kommt man dann hier in Wörth am Badepark an. Das ist die Endstation. Aber wie ihr sehen könnt, läuft hier eine nicht elektrifizierte Trasse direkt dran vorbei. Das ist die immer noch im Dieselverkehr betriebene und teilweise mit mechanischen Signalen betriebene Bahnstrecke von Wörth über Kandel nach Landau. Vielleicht wird eines Tages diese Strecke elektrifiziert und dann fährt die Karlsruher Straßenbahn durch die Innenstadt von Wörth sogar noch weiter bis nach Landau oder sogar noch weiter nach Neustadt. Wer weiß. Insgesamt ist das Konzept also genial. Und an dieser Stelle und an diesem Ort verabschiede ich mich nun.
Und vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch demnächst mal in Karlsruhe. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder lasst mir ein Abo da. Ich sage an dieser Stelle wie immer Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!